Wir bauen weiter in Morelo, wie wir es gesagt haben. Und jetzt haben wir das Lattenrost raus und bauen diese Froli ein. Und ich habe nicht genug Kraft hinten auf den Fingern, um das zusammenzurumpfen. Weil es immer nur Nutella ist, statt mal Fleisch und Wurst. Nein. Also muss ich der arme Jörg da hinten jetzt quälen, um die Froli zusammenzurumpfen. Das macht man so. Ja, genau. So. Jetzt hör mal auf zu rumsen. Ich rums noch. Nein, sonst hören die nicht. So. Ich möchte noch einmal rumsen. Na, rums noch einmal. Und? So, das ist natürlich jetzt erstmal das Vorlegen, weil jetzt muss, Jörg, jetzt kannst du als Fachmann das mal erklären, was du hier, warum wir da eine Platte einbauen. Also, von diesen Teilen, von diesen gesamten Pilzen gibt es drei verschiedene Höhen. Fertig aufgebaut 2,5, 3,5 und 6. Die sind 6 hoch, weil der Morelo hier am Ende eine Holzplatte hat. Und um auf die gleiche Höhe nachher mit der Matratze zu kommen, muss ich hier nachher 5 mm unterfüttern. Also das kommt nochmal raus, kommt eine Sperrholzplatte von 5 mm rein, wird mit drei Schrauben verschraubt, damit sie liegen bleibt. Und darauf kommt dann das System und dann habt ihr eine Höhe. Genau so ist es. So, jetzt kommen die letzten Schrauben raus vom zweiten Lattenrost. Dann fahren wir erstmal los und kaufen uns zwei Sperrholzplatten, 1 cm dick, die hier drunter kommen. Vorhin hatte ich, glaube ich, gesagt 5 mm. Wir haben jetzt aber festgestellt, dass diese Pilze hier so weich sind, dass ich das Unterbrett als Zenti nehme und nicht als 5 mm. Erklären wir nachher. Ja, ja, wenn alle fertig sind. Erklären wir nachher nochmal, wie das mit den Pilzen geht. Also es ist ja jetzt sehr kalt. Wir haben wie viel? Minus 3 Grad oder sowas, ne? Nö. Auf jeden Fall. Die Pilze ineinander zu stecken mit den Federn ist wahrscheinlich besser, wenn es warm ist, also in der Wohnung oder im Haus, whatever. Weil wir haben jetzt die Heizung hier natürlich nicht angemacht. Wir haben hier alles entlüftet, weil wir ja hier eine Weile stehen. Im Moment nicht fahren und eine Weile stehen. Aber ja, bei uns sind die Matratzen mit dem Lattenrost einfach viel zu hart gewesen. Wir konnten, also Lendenwirbel tat weh, Schulter tat weh. Wir sind Weicheier, wisst ihr, wir sind schon etwas älter. Also was hervorragend ist, ist vorne das Hubbett. Ja, da ist ja auch, da sind ja auch diese Federdinger drin. Federdinger mit auf dem Lattenrost. Und eine ganz andere Matratze. Ja, warum hat Morelo? Aber wobei Morelo, ich habe mich da erkundigt. Das sind ja Watergel-Matratzen. Und die gibt es tatsächlich in Stärke 1, 2 und 3, ja. Nee, fest und weich, mittel. Und hier sind die mittleren tatsächlich eingebaut und wir finden die ja unglaublich hart. Und die kann man zu die mittleren, wenn man die nochmal haben würde wollen, zu 175 Euro pro Matratze. Das ist ja hier der Loft, ne? Also wer dann eventuell sagt, Mensch, doch wieder nochmal weichere oder noch eine härtere oder so. Naja, dazu muss man natürlich sagen, wir machen jetzt erstmal diese ollen Lattenrost hier raus, was genau. Ja wirklich billig ist, ohne Verschiebung, ohne alles. Die fliegen jetzt raus. Ja. Dann kommen jetzt die Pilze rein. Dann machen wir die Matratzen erstmal wieder rauf. Dann sind wir Ende Februar unterwegs für ein paar Tage und dann werden wir mal sehen. Und wenn das dann auch noch nicht gehen sollte, weil wir so eine Weicheier sind, dann fliegen auch die Matratzen raus. Ja, also wir sind ja dann, wie wir es ja in dem anderen Film schon gesagt haben, als wir auch das Garagensystem eingebaut haben, bei Giba und lassen uns ja dann fit machen fürs Internet. Und dann gibt es nochmal auch eine Zusatzbatterie dazu. Da filmen wir dann auch nachher. Ja, und dann nachher geht es weiter hier mit dem Bett. Okay, und tschüss. Tschüss. Jetzt werden die letzten Kreuze verlegt und wenn man dann den Dreh raus hat, dann geht das auch ganz fix und ganz schnell. Es sieht jetzt so aus, dass es verschiedene Federn gibt, und zwar einmal in hellgrau. Die sind für die Schulterpartie gedacht.
Und dann gibt es noch Federn in Dunkelgrau, die sind für den restlichen Körper gedacht. Man kann es auch ohne Rumpsen einbauen, wie man sieht. Man muss nur irgendwann wissen, wie es funktioniert. Und dann ist es wirklich ganz, ganz einfach. Zudem kann man auch noch die Federn mit einer Lordosestütze festigen. Das sind rote kleine Teilchen, ich blende die gleich ein, die man noch in die Federn reinstecken kann. Damit soll man die Lendenwirbel ein bisschen verstärken, aber das muss eben jeder für sich selber rausfinden. Und diese Platten hier, die werden reingedreht. Wenn man auch hier den Dreh raus hat, dann geht das ganz gut. Und wir waren letztendlich doch überrascht, wie schnell es geht. Und in 0, nix hatten wir also die Federn alle eingedreht. Ja, und in kürzester Zeit waren dann auch schon diese schönen Federplatten verlegt. Wir haben keine weiteren Lordosestützen eingelegt und freuen uns jetzt, dass wir fertig sind. Jetzt geht wieder die Matratze auf ihren Platz und dann freuen wir uns auf guten Schlaf. Bis dann.